Und da sind wir auch schon wieder mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon, Rettungsteam Rot. Oh yeah, beim letzten Mal haben wir einige Missionen erledigt und sind vom Bronze zum Silberrang endlich aufgestiegen. Oh yeah! Weil plötzlich passiert etwas nach dem Speichern. Am nächsten Morgen. Wo ist so? Oh je, noch ein Erdbeben. Jetzt hat es sich wieder gelegt. In letzter Zeit gibt es ziemlich viele Erdbeben. Es gab bis jetzt nur zwei. Drei? Nee, drei. Einmal das mit Panzer-Aeron und Dicta. Dann bei Vulnona. Und einmal jetzt. Oh, hallo. Du bist aber früh auf den Beinen, Sarah. Hast du eben auch das Erdbeben mitbekommen? Nein. Bei so vielen Erdbeben kann man nicht richtig schlafen. Hey! Achso. Hey, Lombrero, was ist hier los? Wir brauchen euch am Pokémon-Platz. Dort versammeln sich gerade alle. Stimmt irgendwas nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Tengulis hat alle zusammengerufen. Er hat auch die anderen Retterteams versammelt. Sora, gehen wir. Wo ist es soweit? Nee, ich glaube noch nicht. Oh. Sehr viele große Pokémon. Was haben wir denn da? Knofensa, Geowatz, Pinsir, Meganie. Sehr schönes Pokémon. Schlechte Werte allerdings. Sichlor. Hey, Roman, was machst du denn da? Phanpy, Griffel, Octillery. Bandimos, Raichu, Turtok, Rizoros, Lombrero, Glumanda, Stattdessen hätten sie jede Menge Retterteams ausgeschickt, um zu helfen. Ich habe einige ziemlich berühmte Anführer aus weit entfernten Gebieten gesehen. Dieser Tengulist, was hat er mit all diesen Retterteams nur vor? Oh, ein Tengulist. Hallo, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Ich also. Es ist eigentlich nochmal nicht meine Art, das Ruder so an mich zu reißen, aber. Entschuldigt, aber ich finde es uns bleibt die Zeit davon. Wir haben ein Riesenproblem. Wimbledon's Team macht sich auf in die Tiefen dieser Welt und sie sind immer noch nicht zurückgekehrt. Ne. Was? Ist das wahr? Ja, leider. Wimbledon und sein Team brachen auf, um Gaudern zu besuchen. Außerdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Um ehrlich zu sein, wir haben keine Ahnung, was mit ihnen passiert sein könnte. Ahnung, wie ist das möglich? Wir sprechen hier von Wimbala. Aber wir sind nicht zurückgekehrt, so wie den Fels. Ah! Also übrigens, Golbat. Ah, Golbat! Das ist wahr und es scheint, dass Groudon eine Klasse zu hoch für uns ist. Was? So stark das Pokémon namens Groudon? Geh doch in die Höhle und überzeug dich selbst davon. Was? Du machst doch Witze. Trotzdem fließt überall Magma. Da verbrenne ich doch bei lebendigem Leib. Ruhe, seid meine Ruhe! Tief unter der Erde lauern zweifellos sehr viele Gefahren, aber es ist jedenfalls bestimmt kein Ort, an dem jeder x-beliebiger hingehen kann. Was haben wir da? Wir haben einen Knuffenser da, wir haben einen Pinsir da, wir haben einen Meganier da, wir haben einen Sichlor da, und wenn man den Wassertyp von Sombrero ausrechnet, wenn man vom Wassertyp absieht. Ja, also potenziell Octillery, Turtok, Geowatz, Rizoros und Phanpy. Naja. Ich schlage vor, dass wir ein Spezialteam der Besten sondern zusammenstellen. Wer meldet sich freiwillig? Wer von uns wird als Heldenteam das Abenteuer in die Tiefen dieser Welt auf sich nehmen? Jo, ich! Sora, das ist doch eine großartige Gelegenheit. Lass uns das erledigen. Lass das, lieber Freunde. Was ist los mit dir? Kannst du bitte aus dem Weg gehen? Ihr seid sicher viel stärker geworden, das ist wahr. Es gibt da draußen noch genügend Pokémon, die noch stärker sind. Na komm, will keiner vortreten? Will keiner vortreten? Ich werde gehen. Wow, das ist Turtok. Du meinst Team Hydros Frontkämpfer? Frontkämpfer Turtok? Die Wasserkanonen auf seinem Druck erzeugen solchen Druck, dass sie sogar dicke Eisenplatten durchdringen. Das heißt Groudon, sein Boden-Pokémon. Ich bin ein Wasser-Pokémon. Ich bin effektiv gegen Boden-Pokémon. Wenn man mit seiner Fähigkeit durch absieht und seinen Sonntag. Ja, du bist schon leicht im Arsch. Meine Hydro-Pumpe wird mit Groudon kurzen Prozess machen. Bah, Schauschark. Ich bin auch dabei.
Wow. Das ist Artillerie. Sie ist die Anführerin von Team Klammer. Ihre Spezialität sind hartnäckige und lebende Attacken. Sie hat Gegner mit ihren Tentakeln und greift sie an. In jedem länger andauernden Kampf hat man sie lieber zum Freund als zum Feind. Jötchen, wenn ich ein tolles Pokémon ziehe, möchte ich es mit all meinen Tentakeln umarmen. Ihr werdet mich dabei wohl nicht vergessen, hm? Oh, Gearbox. Oh, wow, Gearbox. Das ist der... Er ist der brutalste Kämpfer von Team Rumpelfels. Ja, auch cool, Name. Sein Körper ist hart wie Gestein. Er soll sogar Explosionen ohne bleibenden Schaden standhalten. Wenn Graudon erwacht ist, soll mir das noch recht sein. Ich benutze meinen Steinwurf. Dann bleibt er dort, wo er hingehört. Oh, Turtag, Artillerie und Gearbox. Niemand wird diese Wahl in Frage stellen. Oh Gott, mein Hals. Die Stimmen. Diese drei Retter werden sich also aufmachen, um Simsala zu retten. Sei es auf Despotar und Glurak. Ja, gute Wahl. Ihr repräsentiert uns alle. Repräsentiert uns alle. Wir wollen stolz auf euch sein. Auf Death! Und der Turtag! Jo. Schafft es! Für uns! Rettet Simsalas Team! Seht ihr, die sind ganz schön zäh, hm? Überlasst das ihnen. Dann kann man nichts machen, Zora. Gehen wir in eine andere Welt retten. Ich wünschte, wir könnten auch mitgehen, aber es lässt sich leider nicht ändern. Das Team von Turtok soll sich um die Dinge dort unten kümmern. Und wir geben unser Bestes bei der Erledigung unserer Rettungsjobs. Ey, wir können wieder normale Rettungsjobs machen. Was macht denn das Heilband eigentlich? Da, Seebaran! Jetzt, Heilband. Er hat ihm zum Tragen, welches die natürliche KP-Regeneration des Pokémon beschleunigt. Aber der Magen des Pokémon muss schneller wieder gefüllt werden. Nu, das lohnt sich überhaupt nicht. Und was steht denn momentan bei uns so? Was liegt denn bei uns? Was steht bei uns im Briefkasten? Genau. Lapishöhle. Machen wir die Lapishöhle. Weil wir schon mal zwei davon haben. Und so schlimm ist die Lapishöhle nun auch nicht mehr. So, lagern. Apfel, Kastanie, Gummi, Kondom, Gummi. So. Ja, gleich 8. Minute. Und Zeit. Oh, der Rest wird verkauft. Alles verkaufen. 35, naja. Wie haben wir nur noch? Nur noch. 2000, oh, ein bisschen haben wir noch. Das sind ja 10.000, die wir jetzt auf dem Konto haben. Donnerblitz. Wir haben keinen, So, lagern wir das mal ein. Ach komm, die 8 Poké, ne? Na komm, so 8000. Ich will den Donnerblitz gerne haben. Auch wenn ich lieber einen Flammenwurf da hätte, lieber gesehen hätte. Aber, naja. Donnerblitz. Ja. War eine gute Wahl. Und jetzt sind wir schon wieder auf das Blatt. So, einfach nur Donnerblitz eben einlagern. Und mal gucken, was es am Infobrett hinten für die Lapis-Info gibt. Vielleicht ein Tortag! Das sind E-Missionen, ne? Ja, machen wir die beiden C-Rang-Missionen in der Lapis-Höhle. Speedy! Wo nehmen wir Speedy mit? Ja, wir nehmen Speedy mit. So, einmal zum Team. Und machen wir eben schnell die Lapishöhle mit ihm. Damit er auch mal die Lapishöhle sieht. Bis jetzt kennen wir nur wie die. So. Und ab zur Lapishöhle. Wow. Sind wir damals weit gereist? Direkt in den Kader. Oh, was war die erste Mission nochmal? Wo war die?
Oh nein. Geht gerne. Huch, warum renne ich denn da rein? Renne. Wow. Okay. 69 HV. Oh Gott. Was ist denn hier los? Hallo? Oh Gott! What? Warum haben wir jetzt schon Level Up wieder? Okay. Das ging relativ schnell. Na komm, mach dir mal was super da. Ruckzucki. Das verstaut mich jetzt aber doch. Piep. Und weiter. 9 und 11. Das werde ich eh wieder vergessen. Ich werde eh mich wundern, wenn wir auf der Ebene 9 sind. Ach, hier war die Mission. Himmel, liegen hier viele Steine rum. Könnte fast so sein, als wären wir in der Höhle. Hallo Ninkada, tschüss Ninkada. Wow, oh Gott. Ich stelle mir gerade vor, so ein Ninkada mit Großbrand und Volltreffer. Am besten noch Spezialangriff erhöht. Nidorina. Du Mistvieh, ne? Ihr Mistviecher, ne? Ihr habt mir beim letzten Mal relativ viele Probleme bereitet. Allein dafür ich direkt mal eine Blutattacke ins Gesicht. Blutattacke. Laber ich eigentlich hier die ganze Zeit? Das Item lassen wir dann liegen. Und wir haben hier mehr. Und am Ende ist es irgendwie TM-Flammenwurf. Oder Feuersturm. Wohl, Flammenwurf bevorzuge ich mehr als Feuersturm. Flammenwurf einfach eine höhere Trefferquote hat. Also, wenn ich die Wahl habe zwischen starken Attacken und Attacken mit hoher Trefferquote, würde ich ja die Trefferquote bevorzugen. Was bringt mir das, viel Schaden zu machen, wenn ich eh nicht treffe? Deswegen bin ich auch kein Fan von Feuersturm und sowas. Es gab da noch Feuersturm, Lohe-Kanonade, Aqua-Hobbitze, auch mit dem Rückstoß, also die meine Werte senken. Sind auch nicht so meins. Hin und wieder vielleicht ein... Was ich gerne mache, ist ein Sidra King. Mit seiner... Was war das? Wie ist das nochmal auf Deutsch? Eine versteckte Fähigkeit. Scharfschütze oder so. Also auf jeden Fall seine eine, die seine Volltrefferchance erhöht. Nee, die Volltreffer verstärkt. Und dazu eine Scope Linse, damit seine Volltrefferchance noch erhöht wird. Und dann einmal Energiefokus. So wirklich gehen, nein. Sind die Leute schon verlassen? Nein, so. Und sobald ich einen Volltreffer mache mit einer Attacke, die meine Werte senkt, zum Beispiel Draco-Meteor, dann wird es zwar angezeigt, dass meine Werte gesenkt werden, allerdings werden sie um kein bisschen gesenkt, nicht mal um 1. Deswegen, Kindwurm, kommt noch unser Team. Nee, wohl nicht. Also sprich, ich mache mit Draco-Meteor einen Volltreffer. Und mir wird angezeigt, dass meine Werte gesenkt werden, aber werden sie nicht, weil es ein Volltreffer war. So kann ich theoretisch Draco-Meteor spammen. Warum gucke ich eigentlich noch hier in der Ebene rum, wo die U11? Meine Mission ist. Aber es geht genau auf. Wir sind bei 14 Minuten. Schön. Wenn er umnehmen, dann geht er nicht mehr mit. Was macht bitte ein Dodo hier? Mann. Die haben auch immer ausgewürfelt, ne? So, welches Pokémon schickt man denn da rein? Ja. Du kannst sie jetzt auch abmachen. Was sind denn eure Lieblingsstrategien im Pokémon-Universum? Falls ihr welche habt. Na komm. Ja, ich bin wirklich gut. Also. Ich hoffe jetzt nicht, kommen jetzt irgendwelche Kombinationen wie Radfratz, Rückzugkeep, Notsituation und Fokusbild. Geht sofort eine Links-Rechts-Schelle von mir. So durch den Bildschirm. Und 40 Retterpunkte. Nein. Jo, hier.
Warum habe ich das Ding eigentlich gekauft? Ja, gern geschehen. Feierabend. Na ja, wenigstens haben wir die Mission in einem Part geschafft. Jo. Am nächsten Morgen. Ist wieder so still. Ach, wieder ein Erdbeben. Was? Schon wieder ein Erdbeben? So viele Erdbeben. Ob sich da wohl was ob sich das wohl irgendwann wieder gibt? Zora, am Pokémon-Platz gibt es einen Auflauf. Kartoffel oder Nudel? Ach, liebsten Kartoffel. Oh, bei dem Wetter. Nee. Es haben sich bereits viele Pokémon dort versammelt. Lass uns am besten sofort zum Palast gehen. Aber bevor das jetzt weiter passiert, diese Cutscene, werden wir erstmal hier Schluss machen. Wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst mir doch eine Bewertung und bis zum nächsten Mal.